In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der 26. Und es gibt immer noch nichts Neues. Ich habe gestern Abend wieder den Wehentee getrunken. Gestern war der zweite Tag. Und ich habe ganz leichten Druck nach unten gespürt, immer wieder, dass sie mit dem Kopf nach unten drückt. Aber sonst gibt's nichts. Heute ist wieder ein bisschen Schleimtropf abgegangen, also war das letzte Mal nicht komplett alles. Ob der Wehentee hilft, kann ich so nicht sagen. Ich probiere es halt aus. Schaden tut sie anscheinend nicht, wenn das die Ärztin und die Hebamme empfiehlt. Aber das ist beim Fußball. Und meine Mutter hat auch schon angerufen. Sie meinte, und, gibt es was Neues? Sie war schon sehnsüchtig auf Lia. Ja, aber es gibt noch nichts. Also sie sagt, vielleicht kommt sie ja an Vulkans Geburtstag. Vulkan hat ihren 30. Geburtstag. Und meinte, dass sie bestimmt am Wochenende jetzt kommt. Aber diese Woche müsste sie ja eigentlich kommen, ne? Und wenn nicht, wird ihr dann eingeleitet. Ich bin ja jetzt 40 plus 1. Also in der 41. Woche. Wir haben gerade mit Audrey gefrühstückt. Ich habe gestaubsaugt, die Wohnung ein bisschen aufgeräumt, die Küche aufgeräumt. Übrigens hat Lina zwei Spiele bekommen. Ich zeige euch die mal. Ich habe aber nicht gesagt, dass das ihr gehört, weil wir ihr das zum Geburtstag geben wollten. Ich muss das also noch einpacken. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar ist das einmal Regenbogenschlange. Das ist jetzt ab 4, aber ich denke mal, ab 3 kann man das auch spielen. Das ist von der Marke Amigo und da muss man dann die Farben richtig ordnen. Das ist kein Buchschatz. Und einmal Klack. Da weiß ich gar nicht, wie das so genau geht. Das ist auch ab 4. Greif schnell zu, bevor es ein anderer tut. Alle Spieler greifen gleichzeitig nach den bunten magnetischen Scheiben. Die Würfel geben euch Form und Farbe der Symbole vor, die drauf zu sehen sein müssen. Schnell klackt ihr die richtigen Scheiben aufeinander, aber lasst ja alle anderen liegen. Wer am Ende den höchsten Turm hat, gewinnt. Das ist bestimmt schön. Sollen wir das einpacken, Lina? Okay. Genau. Das spielen wir dann, wenn wir zurück sind. Also so wie es ausschaut, werden wir Linas Geburtstag sehr wahrscheinlich erst so Mitte Dezember feiern, aber ist ja nicht schön. So, das müssen wir ins kleine Zimmer tun, ne? Warte, ich hol mal. Wo ist denn dein Geschenkpapier? Das Geschenkpapier. So, dann packen wir das mal ein. Hilfst du, Mama? Hilfst du, Mama? Ups, wer ist das? Baba. Ja, wasch. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Und fahren, also wir waren einkaufen. Jetzt holt Auda zwei Döner und eine Suppe, glaube ich. Dann fahren wir nach Hause. Ich zeige euch gleich unseren Einkauf. Also wir waren bei Kaufland und beim Türken einkaufen. Ich zeige euch alles gleich. Und Lena hört Musik. Warte, Lena, ich hab was geschickt. Sie hat gerade kommentiert. Hallöle! Achso, wolltest du mir die Sachen geben? Habe ich aber erwartet. Also wenn ich schwanger bin, habe ich den besten Ehemann. Ich glaube, ich. jedes Jahr ein schwanger Kind. Werden, oder? Ja, ja. Nein, der ist auch so ein guter Ehemann. Ich jetzt falsch nicht. Verstehen. Jetzt nicht falsch verstehen, bitte. Ah, guck mal, wie die am Pupsen ist, ja? Ja, okay. Ja, willst du keinen Löffel nehmen? Ja. Ja, komm. Reiß. Ja, ja. Ja, das können wir direkt hier reinziehen. Tschüss. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren einkaufen.
Die erste Tüte zeige ich euch jetzt mal. Also ihr habt Reis gesehen. Wie viel Kilo sind das? 5. Mashallah. 5 Kilo haben wir in 2 Monaten verbraucht. Oder? Ja. Ja, aber der Reis schmeckt echt lecker. Dann haben wir gekauft 2-mal arabisches Brot. Das ist jetzt, denke ich mal, unser letzter Einkauf vor der Geburt. Schatz, du hast die falsche Reis geholt. Nein, Hosenreis. Hosenreis. Das ist richtig. Sicher. Und wie glücklich. Ja, da sind Hosen drauf. Hier sind Hosen. Okay. Einmal Butter. Hat sie gekackt oder gepupst? Keine Ahnung. Lina, hast du Kacke gemacht? Nein. Sicher? Nein. Okay. Dann haben wir Fleisch geholt. Wie heißt das denn, Schatz? Rippen. Rippen. Rippen sind aber auch günstig, weil da fast kein Fleisch dran ist. Dann haben wir Oliven. Bohnen, die müssen wir auch morgen machen. Die werden sehr schnell schwer. Dann haben wir Schokolade gekauft. Eigentlich mag Audel keine Schokolade. Ne? Außer die hier. Mit Nüssen und für mich weiße Schokolade. Dann Fake Sesamspan. Möhren für Lina. Knoblauchwurst. Brötchen. Worauf warst du schon? Zwiebeln, natürlich Bio. Aus Versehen. Das hätte ich niemals tun. Ja, Mann. Eidan. 2-mal Sonnenblumenkerner. Das ist so krass. Jede Woche kaufen wir 2 Packungen, ne? Was? Sonnenblumenkerner. Ja, mashallah, du bist nicht vorbei. Ich? Warte ab. Ich filme dich mal gleich. Und der sagt, ich habe keine Lust mehr. Ich stell das auf den Tisch. 10 Minuten später hat er die andere Hälfte auch noch gegessen. Oh Mann. Danach Fake Knickknacks, auch am Sparen. 2-mal Toastkäse. Wir lieben den. Meine Mutter mag den nicht. Die benutzt immer Gouda. Ich finde, Gouda schmeckt nach nichts. Dann 4-mal Schlagsahne. Dann 3-mal Eistee Zitrone. Lina hat sich hier... Lina, guck mal, hier ist ein Tattoo drin. Monte gekauft. Boah, Lina ist wie dieser Mülleimer. Voilà, Lina stopft sich alles rein. Alles rein, Pommes, Reis, Döner, Wasser, Samen. Lina, Babi. Genau, einmal Maxi King. Wie macht man das drauf? Einmal drauf spucken. Aber das musst du hier dran machen. Willst du? Ja. Komm. Ja, aber das muss man mit Wasser machen. Wenn das jetzt kaputt geht, ne, dann weinst du. Ich kenn dich. Frischkäse, Joghurt mit der Ecke. Das ist so. Ich muss dir das dran machen. Warte. Hier, die ab hier? Da. Hier? Ja. Okay. Schatz, kannst du hier Wasser drauf tun und danach so? Wie soll ich Wasser drauf tun? Und drauf spucken geht auch. Dann Joghurt mit der Ecke nochmal. Dann 2-mal Mais. Achso, das war die zweite Tüte. Einmal Chips. Nochmal Mais. Dann haben wir einmal Mayonnaise geholt. Einmal Jalapenos. So, gleich müssen wir abmachen, ja? Warte mal. Warte, Lila, ja? Danach 2-mal Softlan in Lila. 2-mal Sonnenblumenöl. Champignons, nochmal Öl, 2-mal, das, ich finde das riecht am besten, Vanille Orchidee. Wow, wow, Barbie, ja, cool. Oh, das riecht so gut. Das ist momentan im Angebot, aber ist das Video online. Letzte Tüte. Noch eine Tüte. Und wir haben echt nicht viel bezahlt, ne? Oh, der war geschockt. Einmal Popcorn. 2-mal Chips. Oha, hast du 2 davon geholt? Ja. Nochmal Chips.
sehr, sehr gesund. Danach zweimal Nudeln, einmal Penne und einmal Riccioli. Hier, du Banane. Einmal Bananen. Ja. Paprika. Was? Babiki. Gibt's nicht. Kann das war nicht. Joghurt drin. Dann Toast. Und natürlich ein. Freilandhaltung. Auch weil es keine anderen gab. Ja. Auch weil es keine anderen gab. So, das war's. Also, ich gebe dir mal die falschen Sachen. Dann kannst du das auch nicht rein tun. Momento. Oh, wir haben noch Fassung. Was ist das? Wow, das ist so schön. Wohnzimmer umgestellt aus Langeweile. Und jetzt sieht es so aus, die Spielecke haben wir ein bisschen größer gemacht und alles da oben aufgestellt, damit sie besser spielen kann. Ja, und was sagt ihr? Es ist gut geworden. Da kommen dann ihre Gesellschaftsspiele hin. Genau. Also wir sind sehr zufrieden. Und da ist jetzt unser Wohnbereich. Das müssen wir noch ein bisschen nach drüben schieben, aber sonst gefällt uns das sehr gut. Und ich habe die Befürchtung, dass unsere Nebenkostenabrechnung so hoch ist, weil die Couch sehr nah an der Heizung war. Deswegen ist das so perfekt, finde ich. Ja, wir sind auf jeden Fall zufrieden. So, ihr Lieben, wir sind jetzt ausgeschlafen, haben gefrühstückt. Lina ist sehr zufrieden mit ihrer neuen Spielecke. Sie ist auch die ganze Zeit am Spielen und wir fühlen uns hier ehrlich gesagt viel wohler. Und Lina sitzt nicht mehr auf dem Boden, wenn sie Fernsehen schaut. Das ist natürlich perfekt. So, dann fahren wir jetzt zur Frauenärztin. Warte kurz, ich erzähle kurz was, ja? Dann fahren wir jetzt zur Frauenärztin. Wir warten jetzt auf Order. Der hat gerade Müll weggeschmissen. Ich habe Wäsche aufgehangen. Und ich habe das Gefühl, Lia bewegt sich seit 2 Tagen sehr, sehr wenig. Deswegen werde ich das heute ansprechen. Ja, ich bin jetzt 40 plus 2. Wenn ihr das seht, vielleicht 40 plus 3. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann es losgeht und wann ich das Video hochladen kann. Und ob überhaupt vor der Geburt noch. Ja, sonst gibt es nichts Neues. Wir warten halt auf die kleine Maus, ne? Die lässt gut warten. Und ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und sind am Kochen. Der Herr macht gerade Tomatensaft.
Verdammt. Hallo. Schön, euch wiederzusehen. Schön dich wiederzusehen. Schön, mich wiederzusehen, ne? Hier haben wir Fleisch. Zwiebeln. Es gibt übrigens frische Bohnen vom Türken. Die haben wir ein bisschen klein geschnibbelt. Pass auf deinen Finger auf. Oder meine Schuhe. Ja. Thomas, probier mal kurz noch. So, aber der ist schon fertig mit dem Essen. Also fast. Das dauert noch ein halbes Jahr, was hier fertig. Also ich meine, du hast schon fertig gekocht. Also erst kommt Öl rein, Zwiebelchen, danach Salsa, dann kommt die Tomaten, die der... Also das ist jetzt, ich habe noch kein Wasser reingetan, probier mal. Aber ich finde, das schmeckt so schon gut. Aber gleich kommt Wasser rein. Tartibat! Wei, wei, Anas. Oh, steck mich in meine Nase. Auf jeden Fall zwei, drei, angeblich zwei, drei Tropfen Zitronensaft. Aber waren, glaube ich, 12, aber schmeckt sehr gut. Und hier haben wir Fleisch. Fleisch kommt aber am Ende. Das muss jetzt so 15, 20 Minuten kochen, dann machen wir Reis. Ja, Mami. Oh ja, Affäre. Nein, Nina, mach nichts, Nina. Lern erstmal. Sagt sie, ah. So, ich mach jetzt hier die Kerze an. Ah, nee. Ah, ihr seid echt Banane. So. Wir warten immer noch auf Lia. Die Ärztin meinte, dass das halt... Wir können halt bis nächste Woche Montag warten. Yeah! Und wenn bis Montag nichts ist, dann können wir sagen, es soll eingeleitet werden. Und am 10. Tag nach Entbindungstermin wird sowieso eingeleitet, weil das zu gefährlich fürs Kind ist. Übermorgen müssen wir nochmal zu Frauenärzten und Samstag ins Krankenhaus, ne? Ja, am 31. ins Krankenhaus. Mal schauen. Yeah! Also das Essen kocht hier immer noch und das Fleisch auch. Ja, Schatz. Ja. Übrigens haben einige wegen meinem Tee gefragt, Leute. Ich habe jetzt nochmal hier Nelken gekauft, ganze. Die kriegt ihr beim Türken. Dann habe ich Zimt gekauft, die von meiner Schwiegermama sind fast leer. Und das hat mir meine Mama mitgegeben, das ist auch Zimt. Das ist halt von meiner Schwiegermama gewesen. Und Dingens halt. Und Ingwer haben wir neu gekauft. Also ihr braucht für den Wehentee eine Zimtstange, 2 cm Ingwer, 10 von den Nelken und 1 Esslöffel von dem Verbenentee. Also das hier. Wer da mal. Dann 10 Minuten kochen und trinken. So, ihr Lieben, bevor ich das Video beende, wollte ich kurz unsere Coolbox zeigen von Brandmus. Die kommt hier, glaube ich, alle 3 Monate einmal. Oh mein Gott. Nina, warte, warte, warte. Immer mal Ruhe. Da haben wir einmal von Kerrygold Joghurt aus Weidenmilch mit Pfirsich, Maracuja und feinen Fruchtstücken. Und ich finde, der Joghurt von Kerrygold schmeckt echt gut. Nina, einmal das, ne? Dann haben wir hier das gleiche mit Karamell, oder? Nee, Toffee. Bestimmt auch sehr lecker. Dann haben wir hier Stremmellachs Natur. Was ist das? Das ist einmal Käseschlemmerei, Grillgemüse, fein würzmariniert. Was ist das? Das ist Eis. Eis? Ja, das ist kalt, Schatz. Dann haben wir hier von Müllermilch Dark Chocolate. Einmal. Dann einmal gesalzen mit Karamell. Da bin ich mal gespannt. Dann Pizzateig. Okay. Ja, das könnte man jetzt auch machen, ne? Morgen oder so, wenn ich dann noch nicht entbunden habe. Dann haben wir hier Ravioli.
neu wie handgemacht. Da bin ich mal gespannt, wie man das zubereiten könnte. Und ich muss eine Soße dazu kaufen, denke ich mal. Mami, hier Schinkenwurst. Das, ach so, das ist sogar vegan. Ach so. Also vegane Schinkenwurst. Dann haben wir von Petrella Frischkäse mit Paprika. Boah, die Box ist echt voll, ne? Pikante Knoblauchcreme mit Tomate. Das ist, glaube ich, was für Albert. Ja. Ja, aber nicht jetzt. Dann Birne-Apfelgrütze von Dr. Oetker. Also die Box gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich liebe ja sowieso die Toolbox. Dann einmal erntefrisch gepresst und 100% Direktsaft. Und das letzte ist hier drin. Und da haben wir einmal Pudding mit Sahne. Schokoladenpudding. Ja, du kannst gleich eins aussuchen, ja? Das war's, oder? Ja. Also ich liebe die Coolbox. Ich kann euch die unten verlinken, dann könnt ihr euch die bestellen. Da bezahlt ihr einmalig und dann bekommt ihr die alle 3 oder 4 Monate.